Willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, ich muss euch sagen, bei mir ist so einiges schief gelaufen. Ich hatte einen schönen Abend verbracht, habe das Spiel ab hier weitergespielt, wo ihr es jetzt auch kennt. Und habe es eigentlich durchgespielt. Und ja, meine Aufnahme ist leider kaputt gegangen, weswegen ich es jetzt nochmal spielen darf. Ich habe keinen separaten Speicherstand, also es ist so einiges hier schief gegangen. Deswegen muss ich es jetzt komplett, ich musste es und ich habe es auch komplett von vorne nochmal durchgespielt, um nochmal an diesen Punkt zu kommen, was bedeutet, ich weiß jetzt so einigermaßen, was passiert. Hab die Regionen hier jetzt auch schon gespielt und kennen auch schon das Ende, was für mich sehr schade ist. Aber das hat sich jetzt leider nicht verhindern lassen. Ich wollte euch unbedingt aber noch das Ende zeigen, denn es war fantastisch. Ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn ich da hinkomme. Ich habe mehr gemacht als beim letzten Mal tatsächlich. Einige Schatzkarten mehr und andere Sachen. Also bin ich jetzt schon bei 73% Vervollständigung und war beim letzten Mal, wo ich es komplett fertig gespielt habe, erst bei 73%. Also ja, ein paar mehr Skillpunkte, ein paar mehr Fähigkeiten. Wir haben auch eine schallgedämpfte Pistole. Ah, ich glaube, die Herren finden sich beide hier um die Ecke. Wir lesen das Buch. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alle stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Soldat erwachen, derselbe Soldat, und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ich gehe jetzt schon davon aus, dass das die Oni waren. So. Ja, wir haben auch bei den Skills, wie gesagt, so die eine oder andere Fähigkeit, die wir davor nicht hatten, sind das effizienter Augen. Eigentlich wollte ich den jetzt tatsächlich lautlos von hinten töten, aber das ging nicht. Sportbogen, das heißt, wir können jetzt unseren Bogen weiter auf. So, wir können Explosivpfeile, durchdringende Pfeile noch abschießen. Wir haben aber im Moment hier mit Granatsplittern, um einen explosiven Pfeil noch abzufeuern und nicht nur einen flammenden Pfeil. Ja, das klingt eigentlich ganz cool, aber wir haben halt nicht genug Ressourcen dafür. Die Schrotflinte haben wir abgedatet. Ansonsten sind wir gut mit dabei, wie ihr seht. Wir haben schon einige mehr Sachen bereits als zuletzt freigeschaltet, weil wie gesagt, ich hatte das Spiel abgeschlossen mit 73% und ja, ihr startet mit mir jetzt hier bei 73% gemeistert. Von daher haben wir einiges zu tun. Es ist halt jetzt, das Grab muss in den Untergrund. Ich find's doof, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil man verliert einiges an Informationen, wo ich beim letzten Mal nicht hatte,
wissen, oh, wie lange ich hier herumgeirrt bin, alleine an dieser Stelle, um herauszufinden, wie das funktioniert. Das kann ich euch jetzt so leider dann nicht mehr geben, aber es wird trotzdem ganz lustig sein. Denn das ist im Moment unser Ziel. Wir müssen alle Zahnräder hier entfernen. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Um den Aufzug hier nach unten zu kommen, weil wir müssen nach unten und nicht nach oben. Jetzt können wir hier die Tür aufstellen, dann können wir immer wieder hoch und runter laufen. Und wir müssen halt jetzt immer wieder den Aufzug in eine Etage bringen. Na? Wenn man das Pult dann trifft. Hier sind so einige Sachen zum Aufsammeln. Wenn der Aufzug hier steht, kann man hier durch und so weiter und so fort. So. Wo steht der Aufzug jetzt? Wo können wir hin? Munition und ein Tagebuch. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Unbekannt. Geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Ja. Anscheinend waren hier sehr viele Leute an dieser Insel interessiert und wie man an alles dran kommt. Ich muss die anderen Teile lockern. So. Dann war das hier aufgestimmt. Und das geht weiter nach oben. Immer ein Stückchen mehr nach oben. Wie ging es weiter? Da wir sowieso irgendwann noch nach unten müssen, können wir das hier später auch noch mal mitnehmen. Lisa. Sehr schön. Ich hoffe jetzt einmal, dass der Aufzug in der richtigen Etage jetzt dann auch steht. Dann habe ich mich jetzt gerade einfach voll umsonst hier rum bemüht. So. Aber das tut er. Wir haben noch hier die Kiste. Holen uns hier das Zahnrad. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. So. Nur noch ein Zahnrad fehlt uns. Dann. Müssen wir sie anfackeln und nicht auf. Sehr schön, da oben ist auch noch was. Jetzt haben wir noch das Zahnrad unter uns. Also wieder eine Etage runter. Und dann jetzt hier die Leiter hoch, wo ich gerade eben gemeint habe. Um an das Zahnrad zu kommen. Und ich glaube dann das auch schon wieder. Ich muss euch sagen, wie lange ich hier herumgeirrt bin, bis ich. Ich glaube, ich hatte. Das hatte ich. Was mir gefehlt hat, war das von gerade eben. Wo wir auf den Aufzug springen mussten von oben, um dann durch das eine Loch zu springen. Ich habe es nicht gesehen. Einfach nicht gesehen und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich dann da drauf gekommen bin. So, weiter geht's. Nach unten. Wir machen sonst hier wieder schnell die Tür auf. Na?
Wir haben eine Fähigkeit uns freigeschaltet, wodurch wir halt die Headshots separat angezeigt bekommen. Das heißt, es ist dann, wenn es eine Raute wird, heißt es, wir zielen auf den Kopf. Ich habe mich lange davor gedrückt, das Ding überhaupt auszubilden, weil ich fand es relativ unnötig. Meine Fähigkeiten, die Köpfe zu treffen, sind zwar sehr gering, aber das macht ja nichts. Hier ging es nicht durch. So, hier haben wir nochmal Munition zum Auffüllen. Bergungsgut, Schränke. Immer alles mitnehmen. Wer weiß, wir wollen ja unseren Bogen nochmal upgraden. Und unsere Feinde werden auf uns warten. Wir alle wissen, dass wir das tun. Okay, hier ist es. Ach, Ali. Es sieht aus wie eine Falle. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Es wird schwer, weil Reyes will unbedingt nach Hause. Ja, nee, ist klar. Na. Wir können auch mit Y näher ranzoomen.
Beim ersten Mal hatte ich das schon noch hingekriegt. Natürlich habe ich das schon noch hingekriegt. Nein, Hauptsache, alles ist erledigt und wir können jetzt weiter. Ich versuch's mit dem Ziehen. Aber es klappt nicht immer. So, wir sind jetzt hier ansonsten fertig. Ich muss einfach jetzt hier noch rauskommen. Irgendwann ist wieder dann. Und ein schöner Sprung. Immer schön die Wand nach oben. Ja, jetzt müssen wir den anderen beibringen, dass wir nicht von der Insel runter können. Denn egal was wir tun, die Stürme werden uns töten. Lara wusste das schon vorher und hat ja deswegen hier versucht, einen Ausweg zu finden, aber... Okay, da ist niemand. Oh, der hat einen langen Fall vor sich. Munition, nein, keine mehr. Gab es jetzt hier hinten noch irgendwas Interessantes auch nicht? Rays wird nicht aufgeben, das vermute ich jetzt auch ganz stark. So, machen wir unseren Seilzug hier nach oben. Und dann gleich wieder runter. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Wir müssen unsere Feinde retten.